Hallo, Samadika, guten Tag, der Uwe und von Austeile. Heute bei von Panak Talkstudio, heute Spaghetti Samsahai. Ja. Spaghetti, so ähnlich wie beim Pizza Hut oder was, ne? Wo man da so die Spaghetti mit Wurst und Schinken und Käse und Gemüse und alles da so durcheinander hat, ne? Also gibt heute was Leckeres, habe ich mir gewünscht. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, oder? Aber die drei Sorte, was ist das denn? Die Samsahai, Wurst, dann Hemm und Salami. Ja. Dann drei Samsahai, ja. Also richtig deftige Spaghetti heute. Ja. Lecker. Guckst du? Bei lecker, guck in Küche. Guck mal hier. Wir gucken hier. Was sind das denn? Die extra dünnen Spaghetti. Ah, die sind aber echt dünn, du. Welche sind das denn, du? Hm? Welche hast du denn da? Von Deutschland noch, ne? Ja. Aber so wenig Spaghetti, nur, mein Schatz. So, ist das nicht ein bisschen wenig? Oder ist das nur für dich? Für dich. Only for me? Ja, ich hab von gestern Leute besucht, die so viel. Ach so, wir haben noch. Ja. Von gestern. Dann haben wir Zutaten hier. Ja, vielen Dank. Oliver, deine Salami wird verarbeitet. So, lecker, lecker. Ja. So, Salami. Ham. Schinken, Kochschinken, ja. Wurst. Ja. Zwiebel. Kellner. Möhren. Basilikum. Basilikum. Chili. Ah, lecker Chili rein. Chili, getrocknete. Was ist hier mit Möhre? Ja, Möhre. Ah, schon da. Ach, ich bin schon wieder ein Durcheinander hier. Ist auch heute wieder warm. Heute kriegen wir wieder 39 Grad, glaube ich. Herrlich, herrlich. So, bisschen Salat und ein bisschen Knoblauch. Wo? Ach, hier noch Knoblauch. Knoblauch, wichtigste, richtig, ganz genau. So, die Spaghetti werden schon gekocht. Ja. Die brauchen nur für 3 Minuten. Ja, die sind ratzifatzi fertig hier, weil die so dünn sind. Und dann kann man hier schon mal schneiden und schon mal wieder ein bisschen naschen hier, mein Schatzi. Das soll doch nicht sein hier. Ja, probieren. Ich probiere auch noch mal. Die ist lecker. Lecker hier, lecker, lecker. So. Al dente, mein Schatz, ne? So. Wenn die Salami dann auf ist, dann sind wir schon mal satt. Das ist schon mal gut. Richtig, ja. Richtig, ja. Mhm. Kauen hier. Herrlich, herrlich. So, was gibt es Neues in der Welt? Was macht die Liebe? Der Vogel kann das auch noch nicht, ne? Was macht die Liebe? Ja. Er kann viel schwätzen, aber er sagt noch nicht, was macht die Liebe? Was für ein blöder Vogel. Gerade hier Zutaten haben wir auch noch hier. Was ist das denn hier? Oregano. Auch ihr hier, Rosmarin, also Dinge da. 4 in 1 gab es sogar im Tops, ne? Gab es es. Im Tops. Mhm. Wenn wir so weitermachen, ist das gleich leer. Das ist schön. Ja. Hier. Mhm, hier. Machen wir mehr gut. Knoblauch. Schön. Oh, jetzt kommt Chili drauf, jetzt hier. Ja, ne? Kannst du frische nehmen, ne? Mhm. Kannst du auch machen. Auch nicht trocken machen. Gerade was halt da ist, dann da. Und dann hinein damit. So, mein Schatz, ich würde sagen, die sind schon 3 Minuten drin jetzt, oder? Würde ich mal so eben so. Die werden ja gleich eh nochmal nachgekocht hier. Heiß. Ah, jetzt, ja. Ist noch Öl, ne? Ja. Ach, was? Also ist nur meine Portion. Ja. Das ist interessant. Wusste ich auch nicht. Also man muss die jetzt nicht von Hand rausnehmen. Man kann das Ding auch durch ein Sieb jagen. Ja, ne? Ich weiß nicht. Das geht schon natürlich auch. Aber wenn man nicht so weit laufen möchte, man hat eine große Küche, dann macht man das dann nur so. Jetzt, was ist das jetzt? Ach, hau mal ein.
Also es geht danach, was rauskommt. Hast du es denn, ne? Guck, da kam jetzt nichts raus, dann nimmst du andere. Ja, nach Geschmack halt, ne? Was dir schmeckt, das haust du dir dann da rein. Du hast jetzt, was hast du jetzt, ne? Basilikum, ah ja, Basilikum, richtig. Schön, Basilikum hinein, kommt ja eh noch rein danach. Oregano. Oregano, auch immer gut, hinein. Sehr schön, sehr schön. Ein bisschen Gewürz hinein. So, sehr schön. Menü. Dann schmeißen wir den Wok an hier. Die Wokmaschine mit ein Stück Butter. Hast du Butter? Frische Butter. Ja. 22. Was ist am 22. Otto vom Sauerheide. Da kommt er wieder. Da kannst du jetzt Pfanne kaufen da. Ja. Otto Markt, Sakuna Korn. Da wird er wohl wieder da sein, der Held hier. Wo brauchst du Air Condition? Hier. Achso, da in dem Zelt. Ja, das war gut, letztes Mal, ne? Ja. Das war wirklich angenehm da. Vor allem jetzt, wenn es so heiß wird, ne? Das war gut. Hinein. Also Knoblauch, Chili, ja. Butter, Mixi Mixi. Ja, oh, das sieht schon lecker, lecker. Ja. So, jetzt weiter hier, pass auf. Salami und Schinken hinein. Und Wurst. Salami und Wurst. Und Schinken, alles hinein. Oh, lecker, lecker. Sag mal, ist das eigentlich das, was wir immer essen hier beim Pizza Company? Pizza hat, oh, das will ich drin. Oh ja, das ist gut. Oha. Ist es dasselbe dann, ne, oder? Was ich mal dort jetzt gerne esse. Ja, aber Unterschied. Natürlich, natürlich. Ist natürlich spezial von Wasser. Oh, da ist Dampf drin. Da ist Leben drin. Was haben wir noch? Zwiebel. Oh, Zwiebel, das ist sehr wichtig. Jawohl, Zwiebel bei mir immer hinein. So. Ja, das sage ich doch. Da ist Dampf drin hier. Da ist ja mehr Zutaten als Spaghetti. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. So. Ich glaube, da kann man gut von abnehmen. So. Die sind jetzt hier lange nicht. Mhm. Müssen die Zwiebeln so groß sein? Oder? Ja. Ja, achso. Jede dicke. Ja, je dicker, desto lieber. Richtig. Also, die Zwiebel muss so groß sein, sagt meine Frau. Ja. Dann weiß Bescheid. So, jetzt die Spaghetti hinterher. Könnte scharf sein, oder? Nein. Eine Frage, kommen Sie in Schweiß? Wieso? Du schwitzt ja richtig schon, du. Nur 3 Chili. Nur 3 Chili, ja. Ich sag, heute ist ja wieder warm. Schön. Du hast aber dick alles gemacht. Die dicke. Je dicker, desto lieber. Ja. Da braucht man nicht so viel schneiden, gell? Ja. Mehr Geschmack. Richtig. So, und nun? Pilzsoße? Ha, nein. Soja. 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 Ah ja, Soja. Soja. Mhm. Für Hübsche. Oder für Geschmack. Für Geschmack. Auch für Geschmack. Sehr schön, sehr schön. Bisschen Wasser. Warum? Für die Nudeln, wenn nicht fertig. Wenn die Nudeln noch nicht fertig macht, dann ein bisschen Wasser hinterher. Ah, jetzt ja. Aber die müssen ja fertig sein, erstmal vom Kochen dann und von hier nochmal nach. Ne? Ist das alles gut? Dampf drin, ja? Herrlich, herrlich. Das bei dem Wetter. Sieht gut aus. Natürlich auch ein bisschen gesund, sagt meine Frau. Gell, dass ich hier nicht ganz so ohne Salat lebe hier. Mutterwesen. Hätte das mir auch ohne Salat sein können? Felak? Bisschen. Das sah doch schon so lecker aus, so. Nur mit Fleisch drin und so. Okay. Mathe nix, kannst du da raus poolen. Mathe nix. Basilikum? Sehr basilikumlastig, das Essen hier. Aber sieht gut aus. Du schaust doch eine reichliche Portion, mein Schatz, du. XXL. Ja, kannst mir helfen dann, wa? Oder? Ja. Oder schön.
War fertig? Ja, schon fertig. Ich werde geklopft. Dann nicht vergessen, ne? Was soll ich nicht vergessen? Warten auf was? Warten. Da kommt jetzt noch ein. Käse haben wir auch noch da. Vom Oliver auch noch. Aber Heiland, sag noch mal, du. Das wird alles jetzt hier aufgebraucht hier. Wie lang heute verwöhnst du mich aber, oder? Ja, gestern bin ich so gut essen. Gestern habe ich nicht so viel gegessen. Ich will diese, dann ich habe gekocht leider. Schwere. Boah, mein lieber Scholli. Tilak, eine Frage. Ist das nicht doch ein bisschen viel für mich alleine? Also ich meine ja. Aber nu, wir können ja halbe-halbe machen, oder mein Schatzi? Ein Tag geht doch. Ein Tag geht doch, ich gebe dir gleich, du, ein Tag geht doch. Oh. So, Jungs und Mädchens, jetzt lass uns mal... Oh, was eine Portion, ehrlich durch. Hat gar nicht Gläser lang, nur nee. Gläser lang bei Panpana. Oh, warte, bisschen ran hier, ran hier. Mixi, ich kann fangen, ne? Schön scharf. Oh mein Schatz. Warm und scharf zusammen. Dann mehr scharf. Anna? Du sehr gut, ehrlich doch. Das ist schon mal lecker, du, wa? Danke. Mit Salat. Guck, mit Salat. Siehst du? Möhren. Und Möhren. Ich glaube, 10 Punkte. Ich glaube auch 10 Punkte. Doch. Mein lieber Scholli, du. Oh, das ist lecker, du. Ey, das ist wirklich lecker. Schön scharf, auch mit dem das Basilikum kommt super raus. Spaghetti sind ein bisschen dünn, ne? Oder? So? Ich muss ein bisschen leer. Wie machst du dir da ein bisschen dicker, die Spaghetti dann da, ne? Ja. Wie eine Sorte. Ein lecker, du erstmal. Boah. Hervorragend. Sagen wir mal 9,5 Punkte. 9,5, weil die Spaghetti so dünn sind. Und scharf, oder? Nee, von der Schärfe her perfekt. Wunderbar. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr gutes Gericht. Zack, bam! Mango fällt runter. Und mach das mal nach, du. Endlich mal. Wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Echt mal. Ja, kann man 10 Punkte sagen. So ungefähr. Also ganz lecker. Ich würde sagen, ein fettes Lob an meine Chefköchin hier. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand und Tschüssle. Gut, like, gut, share, gut, subscribe, gut, die Damen, ne, ka, für bin gar nicht daheim, gab Uwe und Porn, ka, ka, bin ka, Tschüssle, ha, hele, sehr gut, wieder Ruhe, gönn, fertig, und Tschüssle. Morgen natürlich wieder mit die Vögel. Und ich kann euch schon sagen, also Anna und Alexander sind da schon drin in der Foliere. Und eingerichtet haben wir auch schon alles hier, ne? Das werden wir euch dann morgen alles nochmal zeigen hier von der Einrichtung, was wir da jetzt gemacht haben. Aber passt nicht in Kochstudio rein, aber nur mal ein kleiner Spoiler, gell? Machen wir so. Und tschüssle, ciao. Tschüss.